Musik. Er spielt Dundo-Musik. Und es singt euch ein Lied, die Nachtigall vom Nesenbach. Das Restaurant zur strahlenden Atomlobby empfiehlt heute unser sarkastisches Menü. Amüsebusche, Stralsunder Gorleber mit Bleimantel-Kartöffelchen. Wir trinken Emsländer Kühlwasser Strontium Classic. Der erste Gang, Philipsburger Rheinkrebs an geschmelztem Kernöl. Neckar-Westheimer Restrisiko-Riesling rundet das Ganze ab. Es folgt ein dörflicher Brokkolisalat mit Three Mile Island Dressing. Dazu kredenzt Ihnen unser Sommelier einen Grafenrheinfelder Druckwasser Edelzwicker. Der Hauptgang, unser international bekannter One and a Half Year Harrisburger an Soos Becquerel. Es passt am besten dazu ein ISA 1 Liquidator Pilz. Und zum Schluss eine wunderbare Reaktorcreme Brûlée. Dazu Krümmelschnaps aus der feinen Elb-Experimental-Destillerie. Und für die Nimmersatten unter den Gierschlündchen zum krönenden Abschluss noch eine Käseplatte. Super Gouda da da, Super Gouda da da, Super Gouda da da, Super Gouda da da, Super Gouda da. Super Gouda da da, Super Gouda da da. Dazu spielt die Band den Apokalypso. Wir singen Tippi Tippi Tipso. Bis zum Schluss guter Sound im Abklingbecken. Unser Überraschungsmenü. Turbulenter tektonischer Vierplattenteller. Pazifische Vulkangrill-Variationen auf Lavastein. Mit Fallout-Garantie. Zum Nachtisch gibt's Reaktor-Creme Brûlée. Ach, ist es schön, ach, ist es schön. Nach 100.000 Jahren tut's bloß noch halb so weh, 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 bloß noch halb so weh. Bloß nur halb so viel,
bloß nur halb so wild, bloß nur halb so wild. Sayonara, Genpatu! Die Nachtigall von Nesenbach, Wolfgang Kallert.